hallo, heute wieder Magnetfischchen, Mamfi am Start, The Beast am Start und MC am Start. So, wir vermuten, dass hier noch was drinnen liegt. Wir waren hier schon mal, aber wir vermuten, dass hier noch große Sachen drinnen liegen. Und wie wir eben sind, wir machen alles sauber, restlos sauber. Wir sind am Ball, wir geben Vollgas. Ersten Büffel zeigen wir euch. Mamfi kommt kurz an die Seite. Der wird mit Sicherheit heute noch richtig schön fett gefüttert. Ich habe die Vermutung, dass da noch was drin ist, aber das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall fühlt sich das jetzt schon so an, als wenn da was sein könnte. Allerdings habe ich auch ein anderes Seil jetzt am Start, ein bisschen dickeres. Und da, ach ja, tatsächlich, schon was dran. Guck mal hier, das war das anscheinend eine Stange vom Mensch, so ein Windschutz, ne? Oder? Kann sein, irgendwie sowas? Dann hauen wir die nochmal in die gleiche Ecke. Gucken nochmal. Da hinten ist auch ein schöner Bahnübergang, schöner alter. Kommen wir leider nicht hin. Müssen wir quasi denn durch irgendwelche Gärten rennen. Da könnte auch noch was sein, das fühlt sich so ein bisschen an. Kann aber auch ein Ast sein, das hat man auch ganz oft. Dass wir irgend so einen Kackast haben, wo wir dann quasi... Ja, aber es fühlt sich so an, als wenn was ist. Müssen wir gleich nochmal mit Haken checken. Aber neben ist schon mal nichts dran. Ja. Ja, Mauern gehen immer. Spundwände sind schlimmer. Ja, ja, ich meinte ja jetzt. Und aber trotzdem werden wir eben prüfen, dass wir da nicht dran rumkommen und den Magneten nicht kaputt hauen. Also hier könnte noch was sein. Gleiche Stelle wie eben, ziemlich groß, die Geschichte. Den Haken haben wir auch da. Ja. Aber es ist ganz, ganz schwach magnetisch, komisch. Weißt du, das haben wir letztes Mal auch gemacht. Ja. Hier ist auch noch was, definitiv. Auch ganz schwach magnetisch. Fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Aber kommt Blubberblase, seht ihr? Kann also sein, dass man das vielleicht jetzt gleich lösen kann. Ne, zack, ab ist der Magnet. Ah, ne, wieder runter, hat sich wieder kurz angesaugt. Ne. Das wollte er jetzt nicht. Aber wir haben Fragmente dran, deswegen kann das auch sein, dass der Magnet nicht richtig... Oh, oh, oh. Also das hat irgendwas mit dem Fahrrad zu tun hier, glaube ich. Fragmente, sehr gut, dass der Scheiß draußen ist. Batterien sind immer Gift für die Gewässer. Aber jetzt sind wir heiß geworden, jetzt probieren wir es nochmal. Also da ist definitiv was. Allerdings kann ich nicht sagen, was. Vom Gefühl her, und das will ich überhaupt gar nicht sagen jetzt, und das will ich auch gar nicht fühlen, vom Gefühl her Fahrrad oder Einkaufswagen. Wir haben leider noch nicht unser neues Bergungssystem am Start. Das macht mir ein netter Bekannter von mir, ein Schweißer. Der schweißt mir gerade was zurecht. Das könnten wir jetzt hier super geil verwenden gleich. Weil ich bezweifle, dass wenn das so tief im Schlick liegt und so wenig magnetisch ist, auf jeden Fall der Magnet so wenig was zu packen kriegt, da werden wir wahrscheinlich das Problem haben, dass wir gleich richtig reißen müssen. Meistens sind es Fahrräder dann oder Einkaufswagen. Das ist immer sehr schön. Das sind so die Sachen, die man so alleine... Oh, ich glaube, ich hab's. Jo. Bin ich jetzt mal gespannt. Das sieht ja ganz komisch aus. Yes. Guck mal hier, was das sind. Festplatten, glaube ich, oder? Ja, sicher. Ja, Computer. Irgendwie Computer-Chroms haben wir da, aber trotzdem draußen. Und was ist das hier? Hm, komisch. War in Plastik eingewickelt, der Scheiß. Aber, wie ihr mich kennt, werde ich da jetzt noch gefühlte 100.000 Mal reinschmeißen, weil ich eben glaube, dass da noch mehr ist. Oder das war tatsächlich so tief im Matsch, dass ich das jetzt rausgezogen habe und sich einfach nur schwerer und komplizierter angefühlt hat.
Wir wollen jetzt mal gucken hier. Da ist noch irgendwas, ja, aber so schwach magnetisch, ganz, ganz, ganz schwach. Das ist also ganz, ganz, ganz schwach leider. Ich glaube, wir hauen gleich mal einfach so den Haken rein. Soll ich den mal herholen? Vielleicht wühlen wir da ja auch ein bisschen was auf, wenn wir den Haken da drin haben. Verstehst du? Ja, ich hol den mal her. Ja. So, fetten Haken am Start. Wir checken das jetzt noch mal mit dem Haken ab. Ach, ist gleich so direkt so weit geworden, ne? Ja, wegen der anderen Geschichte hier vorne. Da warst du jetzt immer mutig. Ja, wegen der Geschichte hier vorne, da, der anderen Geschichte. Weil hier vorne werden wir nicht viel ziehen können, das ist ziemlich nah an der Brücke. Ja, da musst du sich direkt einhaken. Genau, ja, genau. Ne? Guck mal, jetzt hat er nämlich gar nichts. Obwohl er so schwer ist, hat er überhaupt nichts geschnubbelt. Aber ich merke überall, wo er überweg rubbelt. Also da ist definitiv was drin. Mhm. Wir werden das jetzt nochmal so lang ziehen hier. Wie gesagt, vielleicht zieht man ja auch mit dem Haken so ein paar Sachen so ein bisschen hoch, dass der Magnet besser packen kann. Das wäre schon ganz schön. Ja. Weil da zum Beispiel, wo er jetzt ist, ist auf jeden Fall was. Das ist auf jeden Fall Äste. Aber Äste ist auch jede Menge am Start. Aber jetzt? Irgendwas habe ich da, ja. Äste. Oh nee, da ist noch mehr dran. Und Plastik. Oh, die Tüte wäre ja genial, wenn du das so jetzt. Die Tüte wäre gut, ne? Ja, wenn du das. Und noch was, guck mal da, ein Band. Mhm. Ja, egal, wir müssen jetzt am Ball bleiben. Ja, aber mit dem Haken kriegst du es bestimmt hoch. Warte, guck mal, den Monkey. Oh. So. So, wir probieren das nochmal. Gucken wir jetzt nicht rein. Ja? Ich sag, gucken wir jetzt nicht rein. Nee. Da wollen wir nicht wissen, was da drin ist in den Plastiktüten. Keine Ahnung, ob auch da irgendwie. Wenn viele von euch schreiben, wir sollen da reingucken. Ja, ob da aber irgendwelche ihre Haustiere entsorgen oder was ich was, das will ich glaube ich gar nicht wissen. Nee. Aber das ist schon komisch, ne? Ja. Plastiktüten mit Gewichten drin und so. Ja, ich glaube nicht, dass wir das da rausnehmen. Die Unterströmung hier vorne. Jetzt mal haben wir das. Doch! Das ist aber glaube ich nicht das, ne? Nee, das ist nicht das, aber Teile davon. Warte, ich will den Eimer. Warte mal. Ja, ist auch noch ein bisschen windig. Ne? Die Socke war da noch bei. Das ist ein Ast. Dann kann das mal dahin. Ich krieg das dann gleich zusammen. Ja, eigentlich haben wir ja jedes Mal, wenn wir werfen, auch irgendwas dran. Ja. Natürlich keine spannenden Sachen. Außer die Computersachen eben gerade. Die fand ich ganz interessant. Da fragt man sich immer. Warum wirft man so einen Kram, so Festplatten und sowas ins Wasser? Das zeigen wir gleich mal kurz. Das sind wahrscheinlich mysteriöse Sachen dran. Kannst du mal nochmal zeigen? Ich hab jetzt nichts. Ja. So, der hätte wie was. Also ein Fahrrad ist es schon mal nicht. Computerteil. Ich auch, ne? Das ist bestimmt was von den Computern auch. Genau, ich zeig euch noch ein Teil hier. Da. Ja. Könnte doch jetzt richtig interessant werden, weil ganz komischerweise, das fühlt sich alles so ganz komisch an irgendwie. So Computer, Tresor, irgendwie sowas mit einer flachen Oberseite, die nicht so hundertprozentig magnetisch ist. Weil bei Tresoren haben wir oft das Problem, dass es nur der äußere Mantel ist eben so ein Blech, ist auch magnetisch, aber zwischen den Wänden ist dann Beton gegossen. Oder irgendwelches anderes Material, dann hat man leider nicht die Kraft, also man kann, der Magnet kann das nicht aufwenden. Das nächste ist, wenn wir mit dem Haken reinschmeißen, ist auch so ein gut Glück fischen. Ja gut, der greift das dann nicht, ne? Ne. Da hinten blubbert es aber komisch. Ja, da habe ich schon ein paar Mal was weggezogen, aber das haben wir eben gerade erst gesehen, das waren Äste. Hm, okay. Ja gut, sah aber interessant jetzt aus. Ja. Aber das löst sich hier nicht. Das löst sich nicht und ist ganz schwach magnetisch. Schon scheiße, ey. Soll ich die einmal kurz auf Pause machen? Ja, mach mal. Genau. Warte, ich hol dir das. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Das ist wirklich rätselhaften Kram. Ja,
Es kommt immer was anderes raus und dann ist das Stoff und Socken und hier, Rasierer und so ein Scheiß eingewickelt. Also irgendwie peile ich das nur nicht. Ja, vielleicht haben wir gleich eine Überraschung. So, lass dich mal noch ein bisschen auf Pause, ne? Ja. So, scheint was dran zu sein, aber wie gesagt, auch wieder irgendwie ganz, nicht ganz so schwach. Ach, so ein Scheiß. Das alleine hier. Ja, das kriegt der Magnet auch da an der Links, glaube ich, nicht hoch. Och, wie befürchtet. Ja, ich hole mein Ding. Ja, wir machen das mit dem Haken. Warte. Ich hab dich wieder drauf. Ja. Kannst du das so hin oder soll ich dir helfen? Ja. Was hätt wieder? Boah, die scheiß Kante auf jeden Fall. Fuck, ey. Jo. So, was hätten wir am Start? Ein Fahrrad. Braucht noch jemand ein Fahrrad? Ja, ich hab die auf jeden Fall dran. So, Magnet ist voll. Was hätten wir da? Warte, ich hol dir mal eben das. Den Mampfi. Kette. Das meiste ist Kette vom Fahrrad, ehemalig. Das hat aber schon ein paar Jährchen drinne gelegen, du. So, checken wir hier nochmal. Dann checken wir die Tiefe. So, genau an der Stelle ist was. Definitiv, leider hat der Magnet keine vernünftige Stelle, wo er drankommt. Deswegen hauen wir jetzt den Haken mal hinterher. Wir wollen einfach mal hoffen, dass wir mit dem Haken irgendwie was gegriffen kriegen. Ne? Aber es fühlt sich auch vom Magneten ziemlich glatt an. Und dann weiß man nie so ganz genau, zack, schon sind wir vorbei. Und da weiß man nie so genau, was das wohl ist. Haben wir das trotzdem, ne? Haben wir es auf jeden Fall, so ein Scheiß. Aber der packt irgendwie nicht. Und der geht auch nicht tief genug in den Schlick. Der rutscht ja so überweg. Obwohl der so schwer ist. Obwohl der Haken echt schwer ist, ja. Ich merke auch gar nicht, dass du dran warst oder so. Ja, aber hast du gesehen, wie das blubbert? Ja. Vielleicht schaffen wir das noch. Nochmal probieren? Einen haben wir noch. Einer geht noch rein. Aber nicht dran. Ja, aber es blubbert. Das ist schon mal positiv. Jetzt schon wieder am Magneten dran. Zack. Ja, geht schon wieder vorbei. Ich merke gar nicht, dass du da bist. Ja. Willst du nochmal mit dem Magneten ziehen? Dann machen wir nochmal auf Stopp. Oh, Plastik wieder. Oh, eine Tüte. Oh. Ja. So, warte. Mampfi. Ist hinter dir. Und rein. Ja. Komm, einmal jetzt noch. Okay. Haben wir Erfolg gehabt, jetzt haben wir Plastik rausgeholt. Wer weiß. Ja. Könnte auch eine Mülltonne sein, ey. Oh ja, nee, hör bloß auf. Da hatten wir in der Garte ja genug von. Ja. Da werde ich, glaube ich, auch alleine Probleme kriegen. Das ist auch so ein praktisch. Warum schmeißt man einen Mülleimer? Oh, da hat's, hast du gesehen? Hat geblubbert, ne? Aber richtig. Ja. Hat geblubbert. Ich würde Captain Ahab sagen, er bläst. Der Captain Ahab, Mensch. Ja, Moby Dick, ich weiß. So. nicht Moby F, sondern Moby Dick. Jetzt hast du es? Nee, ich komm da nicht ran. Echt, das gleitet. Jetzt hast du sich so in Position gestellt. Ja, das gleitet so drüber weg. Und jetzt bist du am Magneten. Aber es hat wieder. Genau, wir müssen das anders machen. Und zwar werde ich jetzt gleich mal was probieren. Wir gucken mal. So, ich mache so lange auf Pause. Dann, so, was heißt das hier? Das ist definitiv. Oh, Cash für die Tash haben wir auch. Ey, jede Menge sogar. Ja, muss ja. 100%ig. Hundertprozentig ein Fahrrad aber noch das eins. Müssen wir so abmachen, das geht uns nicht. Hier haben wir einmal 5 Cent.
Dann haben wir hier einmal vermutete 2 Cent. Wir reinigen das aber ja alles. Ja. Ne? Soll ich den Reißverschluss machen? Ja, mache ich gleich. Und dann haben wir hier, das können wir ganz schlecht erkennen. 1 Cent. Vermutete 1 Cent oder 1 Pfennig. Aber das wird alles gereinigt. Wir werden noch mal ein Reinigungsvideo machen, wo ich viele verschiedene Reinigungstechniken ausprobieren werde. Ja, mit Tipps, ne, die du von den anderen angekriegt hast. Genau, mit den Tipps, die die anderen mir gegeben haben. Und da wollen wir mal gucken. Also wir checken das jetzt hier nochmal, aber das scheinen die Fahrradteile zu sein von den Fahrrädern, die wir letztes Mal rausgeholt haben. Ja, das waren, sind genau die Stellen, wo wir letztes Mal die Fahrräder rausgeholt haben. Ja, ja gut, aber trotzdem haben wir noch ordentlich... Genau, deswegen sind wir ja auch hierher gekommen nochmal, um nochmal die ganzen Reste abzufischen, dass hier natürlich noch ein Fahrrad drin ist. Ja, das haben wir natürlich nicht geahnt, ne? Nee. Ja gut, wir müssen dazu sagen, wir waren natürlich auch schon Stunden rund am Gange, ne? Ja, ja. Deswegen hattest du ja gesagt, wir kommen nochmal wieder. Genau. Und? Ne, nur Müll. Das soll man Stopp machen am besten. Ja. Ziehst du nur vor mir her, ich komme da nicht dran. Ordentlich wieder mit dem Haken. Wir geben ja, aber nicht ich komme da nicht dran. Ich komme an den Scheiß nicht dran. Und ab. Zack. Ja. Ja. Schade. Wir probieren weiter. Worms haben wir da dran. Was das auch immer ist, aber das kommt auch in der Tasche. Wir sammeln ja Angelkrams. Und das sind Stöcker. Das kann ich eigentlich. Ah, ich habe schon überlegt, ob ich reingehe mit einer Warthose. Aber das ist gut 1,5 Meter tief oder ja. Und dann haben wir noch das Problem, nicht nur, dass es 1,5 Meter tief ist, sondern dann haben wir das nächste Problem. Der Matsch, der geht ja auch noch mal 20 cm rein. Ja, und dann wird's eng, ne? Dann wird's eng. Wir haben zwar jetzt gerade eine Kleinigkeit gehabt hier, aber das kann alles sein. Zack, wieder verloren. Wir probieren mal weiter. Wir kennen ja, da war ein Stock. Das waren bestimmt alle Stöcker, die da vorne lagen. Aber wir wissen ja, dass wir nicht aufgibt. Nein. Wieder eine Plastik. Plastik und Stoff für Manfi. Da hatte ich ganz, ganz viel Plastik und ganz, ganz viel Stoffscheiße drin. Also es ist schon fast zu vermuten, dass das eine Mülltonne ist. Mhm. Aber wir kriegen keinen richtigen Grip. Nicht mit Magneten nicht, auch mit dem Haken nicht. Das Wasser ist leider zu tief, um reinzugehen. Da müssen wir mal drauf achten hier. Und wenn der Kanal weiter unten ist, dann die Wartstiefel an und rein da. So würde ich das vorschlagen, um denn auch den Rest zu reinigen. Das könnten wir tun, ne? Ja. Aber so wichtig keine Würste das machen. Stimmt. Muss man halt immer nur. Ist aber nichts, ne? Ne, nur Äste. Ich mach nochmal wieder auf Pause. Ja. Du hast was. So, eins haben wir jetzt. Oh, kann ich da einen Haken hin? Das sieht aus wie Elektronen. Ja. Wir sind direkt vor diesem Scheiß hier verliebt. Der Chris ist da rüber geschoben. Oh! Ah, ja. Ja, weiter nach vorne. Nee, das ist durch die Strömung, Schatz. Ja, ach ja. Die Strömung. Kann das jetzt auch schon unten runter liegen. Die Leute denken sich, oh, was für eine Strömung. Man sieht ja gar nichts, aber es ist tatsächlich Unterströmung hier. Weil es eben quasi eine Unterführung ist. Hinter dir ist man auf die Kürze. Ja. Vielleicht haben wir das jetzt gleich eben gerade so ein bisschen zerteilt. Ja, das kann natürlich angehen. Da waren doch auch die Festplatten, ne? Waren die nicht auch auf der Höhe? Die waren ungefähr auf der Höhe, ja. Ja, wir haben auch irgendwas dran, aber ganz, ganz zerkratzt. Das ist definitiv was. Ja. Oh, wir haben was. Wieder Elektroscheiß. Hier, Computerkrams. Schau, Schatz. Seht ihr? Ja. Aber die Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Wir kriegen den Scheiß da raus. Ja. Ich meine, den Haken. So, du bist wieder drauf. Ich glaube, wir haben wieder was. Ich glaube, wir haben das eben gerade schön gelöst gekriegt. Da ist es ja wieder.
Verfolge dich erst gleich. So, der hat wie was. Das sieht aber nicht aus wie Computer. Das ist eher ein DVD-Player, ne? Oder? Ja, oder ein alter CD-Player. Auf jeden Fall haben wir das Scheißding jetzt doch noch rausgekriegt. Guck mal, guck mal. Da ist es. Oh, so, hier, ne? Er sagt, er weiß es nicht genau. So, weiter geiler. Das ist was Leichtes. Das könnte mal eine Lampe gewesen sein. Hat vielleicht irgendeiner den Hausstand? Könnte man eine Lampe, also der Unterteil, ne, den man dann quasi unter der Decke schraubt, wo dann die ganzen Halterungen dran sind. Aber da ist mit Sicherheit noch was. Ja, schon wieder was. So, weiter geilert. Wie gesagt, die Stelle, die ist voll mit Kleinkram. Das könnte schon wieder irgendwie was vom Computer sein, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall irgendwie eine Rückwand oder so. Und ja. Plastikmüll natürlich, der ja super ist, dass er da raus ist. So, wir haben Besuch bekommen. Betty! Jason hat uns was mitgebracht. Oh. Ist das nicht lieb? Oh, verdammt! Ja, das ist scheiße gewesen. Schon wieder so eine Spule, sagst du? Hier ist wieder so eine Spule oder das hat der eine gesagt, Transformator oder ja. Sowas? Ja, genau. Das ist genau das gleiche, ne? Ja. Warte mal. Also wenn du zuschaust, ich habe den Namen vergessen, könnte wieder ein Transformator sein. Irgendwas. So. Wir sind weiterhin hartnäckig und ich mache so lange auch Pause. So, du warst hier schon wieder viel zu schnell. Aber ganz komisch, immer so viel Stoff und Tüten und so, ganz merkwürdig. Ich hab noch den Mund voll Schokolade. Hört man das? Nein, gar nicht. Ich durfte meine übrigens nicht aus. Also Kinder nicht mit vollem Mund sprechen. Auch wenn der böse Onkel das macht. Du bist eh schon kein Puppen. Na. Nein, das stimmt nicht. Du bist ein super Vorbild. Umweltvorbild Nummer 1. Genau. Umwelt, nicht Umwelt. Umwelt, alles. Umwelt. Jason haben wir ganz gut hingekriegt. Michelle sagt, die Kinder sollen nicht mit vollem Mund reden. Sollen die nicht als Vorbild nehmen. Komm, ich mache halt auch Pause. Ich vermute, er hat was dran. Ne, ist nur ein Stock. Nur ein Stock. Was dran? So. Wir zerlegen schon wieder irgendwas da unten. Das ist schon eine Festplatte schon wieder. Guck mal hier. So ein könnte an dem Fernsehkabeladapter jede Menge Kleinkram kann da auch hier dran. Also, ja. Hat eine das hat bestimmt was mit Ehestreit zu tun, habe ich vorhin vermutet. Ja. Sie hat gesagt, du kannst. Meine Frau sagt, sie würde meinen ganzen Elektrokram nehmen und in den Siegel werfen. Nee, hab ich gar nicht gesagt. Oh mein Gott. Wenn ich deinen ganzen Elektrokram in den Siegel schmeiße, hab ich ja keinen mehr. Was mache ich dann? Genau, das ist mein Werkzeug auch. Ja. Oh Mann. Das gute Werkzeug für den geschickten MC. Ja. Echt, so geht das gar nicht. Das muss ich jetzt erstmal ausdiskutieren. Ich mache einfach kurz auf Pause. Jason mit Warthose. So, Jason ist am Start mit Warthose. Geh erstmal rein, guck erstmal, wie tief das ist. Du kannst dich hinsetzen, pass auf, ne? Da schlägt, dann verschwindest du. Das ist nicht das ist nass. Und kalt, wa? Ich will mal nicht gucken. Das fühlt sich so komisch an. Ja? Ja? Du läufst, du bist auf Kamera, weißt du, ne? Wie sich das zusammenzieht. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob das so läuft, wie die beiden sich das vorstellen. Boah. Stinkt? Aber wie? Ja. So, wollen wir ihm jetzt einen Haken zuwerfen, oder? Nein, hier ist was. Ob er das greifen kann, müssen wir einfach gucken. Hier ist auch was. Da ist auch was? Ja, aber kein Metall. Da bin ich schon komplett lang gegangen. Das werden die Steine sein von der Mauer da. Du bist voll den Dreck auf. Oh, der arme Junge. Ich glaube, es wird zu tief, ne? Wird das zu tief? Ich glaube, ja. Ah.
Okay, ich mache mal kurz auf Pause. So, ein bisschen heikle Situation jetzt. Jason ist gerade einen Schritt nach vorne gegangen, aber war noch mal 30 cm mehr weg. Lass mal, Jason, das ist zu tief. Ich merke hier Matsch. Ja? Naja. Und zack, guck mal hier, guck mal hier. Nee, nee, lass mal. Nee, hau ab da. Komm mal lieber raus, ist besser. Nein, ne? Kommst du da so wieder hoch? Nee, das ist zu tief. Lass mal. Das geht nicht. So, ich habe hier was mit der Hose, mit den Schuhen gefunden. Auf dem Boden. Und ich glaube, ich sehe etwas. Setz dich mal auf die Mauer, vielleicht kannst du dann besser ziehen. Ich gebe dir mehr Seil dann. Aber nicht reinfallen. Ja, wir haben noch zwei fette Sachen hier, aber da kann man nicht fallen. Der Haken ist das Böse. Nochmal probieren? Ja. Kann auch sein, dass es nur Äste sind, ne? Nee, das sieht schon ziemlich besser aus. Ja? Aber an der Stelle kannst du nicht wieder ran. Noch leuchten. Ja. Lass mal lieber. Aber nicht. Kannst du es denn lösen? Nee, aber komm, blasen. Ja, dann löst es ja vielleicht doch ein bisschen. Machen wir mal kurz auf Stopp und gucken, ob es klappt. Einmal kurzer Zwischensprung. Jason gibt nicht auf. Jason auch mit ganzem Körpereinsatz. Versucht danach zu greifen. Wäre schon einmal fast ganz reingefallen. Hier war ich mit der Kamera nicht schnell genug. Ist auf jeden Fall Plastik. Ich habe das gerade mal angefasst. Ja? Es hat sich ziemlich mit Plastik an. Okay, dann probieren wir weiter. Vielleicht haben wir ja Glück. So, hier, er will wieder wagemutig. Ja, warte. Ja. Jo! Rüber zu Jason. Der kann es am besten annehmen. Guck mal, ob ich das so hochkriege. Na, Jason, lass uns doch rüberkommen. Wow. Jo! Das volle Programm. Kriegen wir das so gegriffen? Das hat jetzt aber auch gedauert. Oh, Alter Schwede. So. Das war jetzt auch ein hartes Stück Arbeit. Da glaubt man nicht, wie lange ich da jetzt rangehangen habe. Über eine Stunde habe ich jetzt immer den hier. Ich habe schon wie so ein Elefant im Zoo einen weg. Oh, 9 Stück. Siehst du, jetzt kommen wir die ganze Scheiße nach und nach raus. Sehr schön. Sehr schön. So, Jason hat sich jetzt den langen Jan geben lassen und macht damit weiter. Ich probiere nochmal das Ganze so mit Fingerfragmente dran. Ja. Ja, leg mal an der Seite, dann können wir das gleich mal angucken. Ist wohl doch magnetisch, aber richtig tief drin. Und dadurch, dass er mit dem Haken und mit den Füßen daran rumgefummelt hat, sagt er, hat das ein bisschen lösen können. Da sind wir jetzt gespannt. Wir schalten euch wieder dazu. So, mit dem langen Jan vorgefischt, habe ich da vorhin rausgezogen. Aber ich habe nur das dran gehabt, das kleine Stück. Jo. Aber ist ja immerhin eine Menge. Ich ziehe das jetzt mal hoch und mache euch so lange auf Pause, weil sonst funktioniert das nicht. Jo. Super Arbeit. Jetzt erzähl mal. Was soll ich dir erzählen? Kriegst du das so mit? Dann haken wir das an Haken und dann ziehe ich das wieder hoch. Ist auch ganz cool. Ja, dann komm mal her. Plastikmüll. Ja, du bist drauf. So, jetzt haben wir den Scheiß. Oh! So ein Fuck, ey. Jetzt habe ich da wirklich stundenlang mir den Arsch aufgerissen hier, um den Scheiß zu kriegen. Und was mache ich? Ich reiß wieder ab. Du bist einfach so stark. Zu stark. Jetzt diese scheiß Dinger ein bisschen anspitzen. Einfacher sein, das zu bergen. Wollen wir mal optimistisch denken. Du sagst, wenn ich mich wieder auf Pause machen soll. Ja. Ne? Jetzt habe ich es, glaube ich, wieder. Und Jason ist schon auf dem Weg, um dir zu helfen. Ja, jetzt habe ich es. Endlich. War klar. Ein Fahrrad. Das war klar. Scheiße. Kannst auch noch mal was anderes finden, Mann. Ja, immer nur Fahrräder. Das ist so ein bisschen abgekürzt. Ja. Jetzt mal. Ja. Oh, das hat er da durchgeschwungen hier. Sehr schön. Das ist durchgeschnitten. Ja, das sollte keiner finden. Das stinkt. Ja. So, guckt euch das mal an hier. Du hast doch gesagt, das ist irgendwie ein Mülleimer oder so. Ich schätze mal, das ist ein Mülleimer, ja. Warte. Das ist ein Mülleimer. Verraten.
Ja? Das macht ihr, glaube ich, freiwillig, ne? Oder? Das machen wir freiwillig. Wieder was am Start. Und wieder was am Start. Jo. Ja. Wie viele Stunden hast du dafür jetzt gebraucht? Über zwei Stunden. Über zwei Stunden haben wir daran rumgewerkelt. Das war auch der Rest hier. Jetzt haben wir alles weg. Genau. So. Jason ist ja später noch dazu gestoßen, hat richtig viel noch mitgerissen und Spaß gehabt. In der Warthose. Genau hier, das Betonteil hat er rausgeholt. Hier, den Müllhammer hatte ich noch, das hatten wir mit drauf. Dann hat man noch eine Plastiktüte, genau. Fahrradteile. Gucken wir uns nachher alles an. Und hier so ganz viel Dreck. Oh, so. Guck dir meine anderen Videos an, klickst ein Abo, hast du mal gern gesehen. Adios, ciao, ciao. Goodbye. Goodbye. Bye.